Herzlich willkommen bei MeinKick TV. Wir sind heute hier im HNR Sportpark von Hessen 3 Aich und zu Gast ist der Teambetreuer der ersten Mannschaft, Antonio Curcio. Herr Curcio, herzlich willkommen. Guten Abend. Guten Abend. Sie sind nun ja schon seit einem Jahr bei Hessen 3 Aich tätig als Mannschaftsbetreuer. Können Sie uns Ihre Aufgabengebiete schildern im Spielbetrieb? Also ich bin offiziell der Zeugwart von der ersten Mannschaft. Ich kümmere mich sehr viel um Logistik, Material vorbereiten, in- und auswärts Spiele. Ich mache Online-Spielbogen und gewisse Dinge, was dazugehört in einer ersten Mannschaft als Zeugwart. Vor einem Jahr waren Sie noch bei Rot-Weiß Frankfurt und dieser Wechsel nach 3 Aich kam für viele Fans, für viele Außenstehende überraschend. Können Sie uns die Beweggründe schildern, warum Sie den Verein nach 16 Jahren verlassen haben? Weil es kamen neue Probleme im Verein, am meisten ging es finanziell um gewisse Auszahlungen bei mir, wo ich Benzin getankt habe für die Busse und Waschmittel gekauft, Obst und gewisse andere Produkte gekauft und wurden mir nicht bezahlt und da habe ich mich entschieden zu gehen. Sie galten ja als die Legende vom Brentano-Bad. Können Sie uns erklären, wie Sie zu diesem Titel gekommen sind? Diese Titel bin ich gekommen durch die Spieler von der ersten Mannschaft, weil die meisten kannten mich jeder. Jeder Spieler, wo ich in die ersten Liga gespielt habe, jeder wusste, wer ich bin. Und viele Spieler haben mich als Legende genannt und heute ist er geblieben, diese Legende. Auch im Jugendfußball sind Sie engagiert. Haben jetzt beim SV Heddernheim eine neue Mannschaft übernommen. Wie kam das zustande, dass Sie jetzt auch in Heddernheim tätig sind als Jugendtrainer? Weil ich bin Trainer seit 21 Jahren, trainiere ich Jugend. Beim Rot-Weiß, beim Viktoria Preußen war ich auch. Und jetzt bin ich beim Heddernheim seit 1. Dezember, weil Diana, der Jugendleiter, kenne ich schon lange, hat schon versucht, letztes Jahr mich beim Heddernheim zu bringen. Und im Dezember habe ich mich entschieden, wieder eine E1 zu trainieren und ich bin jetzt auch beim Heddernheim als Trainer. Bei Rot-Weiß Frankfurt hatten Sie auch die Ehre, mit Mario Basler zusammenarbeiten zu dürfen. Ja. Wie können Sie diese Zeit beschreiben? Es waren ja nur 3 Monate, mit so einem berühmten Mann zu arbeiten. Der Mario Basler für mich ist persönlich ein sehr, sehr guter Mensch. Ich habe die schönste Zeit erlebt beim SG Rot-Weiß mit Mario Basler, wo ich sehr eng war mit Mario Basler. Wir haben gesprochen, wir haben immer über Mannschaft geredet. Er war ein sehr guter Trainer, ist immer noch für mich ein sehr guter Trainer. Ich habe ihn sogar einmal vertreten, weil er war nicht da. Und Mario Basler hat mich letztes Jahr im Juni eingeladen beim Deutschen Fußball-Legende. Ich durfte in Wien-Wiesbaden beim Britta Stadion mitspielen mit der gesamten Legende Fußballspiel gegen Türkei. Und der Trainer war Otto Rehhagen. Und ich habe einen wunderschönen Tag, 5-Sterne-Hotel, Abend, Party, Feier, war sehr schön. Und ich bedanke mich sogar bei Mario Basler. Ich hoffe, dass er wieder so was mir macht, als Geschenk. Sie haben es angesprochen, Sie waren für einen Tag Hessenliga-Trainer. Mit Dennis Wagenknecht zusammen, ja, genau, weil, bei Buchonia Fliegen, ja, beim weil Buchonia Mario Basler ja, wir 3-1 verloren. Ja. Was war das für ein Gefühl, das war für sehr die schön. Mannschaft verantwortlich zu sein? Nein, die Spieler mich, haben mich immer vertraut. Die meisten Spieler, ich kann die Spieler alle, die haben wirklich versucht, wirklich das Spiel zu gewinnen. Es könnte klappen, ein Unterschied, aber leider irgendwann hat die Mannschaft gekippt. Aber für mich persönlich war es schön, dass mich Mario Basler vertraut hat, so etwas zu machen, weil normalerweise ich habe nie Seniorenmannschaft. Ich arbeite mit Spielern, aber ich habe nie Trainer gemacht in einer Seniorenmannschaft und möchte ich auch nie machen, so etwas. Habe ich nur da an den Tag gemacht wegen Mario Basler, weil er hat zu tun gehabt wegen Champions League und war schön für mich, sehr schön sogar. Herr Curcio, danke für das Interview und viel Erfolg noch. Danke. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video.
Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.